Heute ist der 24.12. und damit auch der letzte Tag des Calendar of Giving, also auch der letzte Tag, wo es etwas Neues gibt. Wobei man hier leider nicht wirklich von neu reden kann. Man bekommt heute nämlich eine Rumrunner Voyage, die wir auch schon mal gesehen haben, und wir erhalten doppelte XP bei allen Fraktionen bis zum 27.12. um 11 Uhr morgens. Ich muss leider sagen, dass mich der Sea of Thieves Adventskalender sehr enttäuscht hat, denn ich habe wenigstens erwartet, dass wir irgendwas Spezielles auf Weihnachten Ausgerichtetes bekommen, wie beispielsweise irgendwie ein Schiffskin oder so. Das muss eigentlich nichts Besonderes sein, sondern hätte was relativ Einfaches sein können. Mir beispielsweise hätte es schon gereicht, wenn wir einen Schiffskin gekriegt hätten, der einfach mit den Galanten wie am Outpost versehen worden wäre, weil dann hätte man an Bord schon mal zumindest ein bisschen Weihnachtsstimmung bekommen können und das hätte dann auch nicht heute released werden sollen, sondern vielleicht etwas früher oder man hätte tatsächlich ein komplettes Set gemacht und hätte dann schön an den Adventstagen und am 24. einzelne Teile vom Schiff wie beispielsweise Anker, Steuerrad und so weiter herausbringen können. Selbst wenn das nicht der Fall gewesen wäre und das Ganze im Echtgeldshop rausgekommen wäre, wäre das meiner Meinung nach trotzdem deutlich besser gewesen als das, was sie mit dem Kalender jetzt abgeliefert haben. Aber jetzt zu euch, was denkt ihr über den Adventskalender von Sea of Thieves? Schreibt mir eure Meinung doch bitte mal unten in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich wünsche euch einen frohen 24. und wünsche euch viel Spaß, wie ihr den auch immer verbringt. Wir sehen uns wieder auf den Weltmeeren, wenn der Wind wieder richtig steht. Ahoi!